Da ist der andere. Das Pferdchen steht irgendwo da oben. Ah, ich habe Fliegenpilze gefunden. Das ist wieder gut für die Kräuterkunde, ne? Salbei. Den erkennt er auch. Schauen wir mal, ob die Kräuterkunde dann irgendwann hochgeht, wenn ich da mehr nehme. Schauen wir mal. Ja, es hat funktioniert. Okay, also ganz viele Kräuter immer sammeln. Da war doch gerade was. Was, wenn du auf Spieler gehst, müssten da die Städte sein, wie gut oder schlecht du bei denen ankommst. Und da müsste das sein. Ah, Ruf, ja. Siehst du, hier ist dieses komische Zeichen, obwohl ich noch nie in Sasau war. Ja, aber es wird nicht erklärt, was es heißt. Da ist nur das Zeichen halt. Aber ohne eine Erklärung. Ich werde auch aus diesen Symbolen nicht schlau. Freut der sich und ist der traurig? Oder? Keine Ahnung. Aber ich finde es schön, dass das mit dem Kräutersammeln funktioniert. Das gefällt mir. So. Na, Junge, soll ich singen? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unseren... Ich habe keine gestohlenen Sachen im Inventar. Die habe ich gerade alle ins Pferd gepackt. Ja, außer das, was ich halt anhab, ne? Das, die beiden Sachen habe ich ja gerade angezogen, weil ich testen will, ob denen das auffällt. Und? Willst du mich noch ab? Gut. Jetzt haben wir alles. Das heißt, einmal nochmal in der Mühle schlafen. Ey, ich bin jetzt vorsichtig. Und, dann weiter zur Stefanie. Ja, dann sage ich, das Pferd war's, genau. Habt ihr richtig erkannt. Das ist ja nicht mal mein Pferd. Also perfekt. Ach ja. Einmal durch Ledetschko. Hoffentlich klappt das mit den gestohlenen Sachen. Ja, klappt. Nee, ich habe noch nicht die ganze Welt erkundet. Alles, was mit Wolken zugehangen ist, da war ich noch nicht. Falsche Richtung. Wer ist denn die? Ist es nicht die, bei der ich aus Versehen im Bett geschlafen habe? Uiuiui, da sollten wir uns lieber nicht blicken lassen. Oh, eine Ringelblume. Die wird ihm schon nicht fehlen. Jetzt schlafen wir extrem viel. Okay, aber es ist ja auch schon wieder Abend. Das passt schon. 9 Stunden, perfekt. Das ist doch schön. So gehört sich das. Ja, Ringelblumen sind hübsch. Vielleicht können wir daraus irgendwas basteln. Ich kann ja... Also ich kann noch keine Salben machen oder so. Das ist halt ein bisschen schade. Ich bin jetzt schon ganz gut in Kräuterkunde, aber halt nur... Was das Sammeln angeht. So. Spiel gespeichert. Ach, wie freue ich mich immer über diesen einen Satz. Wieso schläft der denn auf einmal hier unten? Die Theresa war doch immer hier. K
Könnte ich jetzt die Theresa und den Typen auch vergiften? Beide? Und dann würden die sterben? Nicht jetzt, nicht sagen, das frage ich mich selbst nur gerade. Nicht antworten, wenn es jemand schon weiß. Das ist nur für mich gerade, ich frage mich, kann ich die beiden umbringen und sind sie dann einfach weg? Du wärst das erste Pferd, dem ich ein Ständchen singe. Unter unserem Apfelbaum zwei Röster grasen zuweilen. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich ihr zeigen? Wem fragst du, ja, wem fragst du? Meiner Liebsten ruf ich dir zu. Und? Willst du mich noch abwerfen? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Es war ja grauenvoll. So, schauen wir mal, ob wir eine Schnellreise machen können. Ja, können wir. Das ist echt ein weiter Weg. Oh, ein Wanderer, den ignorieren wir mal. Wir wollen jetzt direkt hoch. Immer diese Wanderer, die mich aufhalten wollen. Nein, nein. Keine Zeit für so einen Unfug. Einmal durch Ledetschko durch und hoch. Was? Ich? Nee, ich kann nicht singen. Ich habe mich gerade auch bemüht, sehr schief mit ihm mitzusingen, ehrlich gesagt. Ja, bemüht. Heinrich, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Hallo, hallo. Wo muss ich denn genau hin? Ach, einmal durch. Habe. Essen! Oh, ich darf mich nicht ablenken lassen. Ich habe eine Mission zu erfüllen. Die Hühner platt trampeln mit dem Pferd. Geht das? Nein, das machen wir nicht. Wir sind ein rechtschaffender Mann. Ah! Da muss ich lang. Das ist mir schon mal passiert, dass ich dann da abgebogen bin. So. Genau. Bitteschön. Das ist aber schön gemacht, dass es kein Video ist, sondern dass es direkt so erkannt wird. Cool. Aber ich muss es anscheinend noch abgeben, ne? Ohrwurm des Tages. Ja, furchtbar. Mit dir. Mit dir auch, liebe Tür. Gibt es etwas Spannendes aus der Gegend zu berichten? Etwas Spannendes? Nein. Das ist der zum Heulen. Oh. Weißt du, die Pferde aus Neuhof habe ich immer am liebsten gemocht. Waren was Besonderes. Aber der alte Smil ist beim Überfall getötet worden. Und ich fürchte, das Gestüt beißt mit ihm ins Gras. Und was ist jetzt mit dem Pferd? Ich soll noch mal hoch? Hä? Pass etwas besser auf. Ich hätte halt einfach noch ein Stück weiter reiten müssen. Gut. Auf zu Stefanie. Du und dein Pferd. Gott sei mit dir, Heinrich. Pferdi, Pferdi, Pferd. Also sie ist nicht da. Stefanie, Stefanie, wo bist du denn? Wo bist du denn, liebe, gute Stefanie? Wo bist du denn? Gott schütze dich. Kann ich dir helfen? Ich hab dir geholfen? Ich hab das Pferd. Wie wunderbar. Hoffentlich keine Schwierigkeiten. Ich hab das Diadem ja gar nicht. Ich bin doof. Ich hab den Stein geholt und dann hab ich den Stein nicht mehr zu dem Typen gebracht. Der Hengst ist ein wenig wild, aber letztendlich bin ich mit ihm fertig geworden. Dann ist ich es kann ihm ja... Sophie kann kein ungehorsames Pferd gebrauchen, das die Hochzeit ruiniert. Was?
Es gibt einen Trick. Wenn man ihm vorsingt, beruhigt es sich. Singen? Für ein Pferd? Genau. Ich habe für das Pferd gesungen, Herrin. Dann musst du mir aber auch etwas vorsingen. Herrin, ich weiß nicht, ob... Damit ich weiß, wie man das Pferd beruhigt. Mach schon, sing. Unter unserem Apfelbaum zwei Rösser grasen zuweil. Das eine gescheckt, das andere braun. Welches soll ich ihr zeigen? Wem fragst du, ja, wem? Meiner Liebsten rufe ich ihr zu. Oh, wie wunderbar. Es überrascht mich nicht, dass deine schöne Stimme das Pferd beruhigt hat. Ja, wunderschön. Ich glaube, die steht auf ihn. Hab Dank, Heinrich. Ich bringe dir den Wein. Wunderbar, wunderbar. Was wäre eine Hochzeit ohne guten Wein? Du schuldest mir Geld. Ich werde später nach einem Diener schicken. Ich hoffe, es gab keine Schwierigkeiten. Sagen wir so, als ich beim Händler eintraf, fing die ganze Arbeit erst an. Doch du hast sie bewerkstelligt. Vielen Dank, Heinrich. Ja, aber ich krieg noch Geld. Spinnt die? Ich hab das blöde Diadem vergessen. Ich wollte doch extra alles auf einmal erledigen. Ich muss nochmal zum Kloster. Weil ich hier drin bin, ne? Ich habe den Stein besorgt und dann irgendwie... Die braucht ja nicht nur den Stein, der muss ja noch eingesetzt werden. Sehr gut. Na schön, na schön, na schön. Dann machen wir das halt schnell. So, von hier, glaube ich, kann ich aber los. Gleich pennt er auch mit ihr. Nee, nee, nee. Wir haben jetzt die Theresa und der sind wir jetzt auch treu. Vor allem die anderen beiden Male, das waren Unfälle. Ich wollte ja gar nicht. Die haben auf einmal alle miteinander rumgemacht. Ich wusste gar nicht, was los ist. Ich habe gar nichts angeklickt. Ich meine, das war Schlösserknacken, das eine Mal. Oh Gott. Und was war davor? Ach, da war er betrunken. Schlimm. So, hoppala, ne? Auflauern. So viele! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und Hunger hat er auch. Ach, toll. Oh Gott, lasst mich in Ruhe. Ich wollte einfach nur weiter. Ach, shit. Er hat mich umgeschmissen. Hilf mir, du da. Wo? Wo ist der Kumane? Hilfe! Hier sind ganz viele Mohnblumen, die will ich haben. Jetzt hat er mich hier reingeschmissen. Boah! Lasst mich doch einfach in Ruhe. Ich habe Hunger und ich bin schmutzig. Hilfe! Ey, das gibt's doch nicht! Hilfe! Wieso hilft mir keiner?
Wurzeln hat. Ey, ich glaub's ja nicht. Du hilfst mir jetzt aber. Nö. Natürlich nicht. Was ist denn hier los? Ah. Helft mir doch! Oh, jetzt aber, endlich. Macht ihn platt. Jetzt läuft er weg. Wieso hat das so lange gedauert? Heute ist dein Tag. Wahnsinn! Sind sie wenigstens hinterher? Oh Mann. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Jetzt irgendwann mal. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, das wäre ich jetzt auch. Haben wir was zu essen da? Ah ja, wir können ein paar Äpfel essen. Quatsch. Und dann gucken wir mal, wo wir sind. Ja, essen wir noch ein paar Äpfel mehr. Es klappt ganz gut mit den Äpfeln. So. Gut. Ich bin froh, dass ich den robusten Magen habe. Das Symbol ist so gut mit der Schnecke. Hier müssen wir hin. Ich finde ja nicht, dass ich hier irgendwie, dass es ein Fettnäpfchen war. Ich bin ja bloß von dem Typen weggelaufen. Das hätte doch jedem so passieren können. Da muss man rennen und rennen und rennen und hoffen, dass ihm irgendeiner mal hilft. Am Ende hätte ich wahrscheinlich auch gegen ihn kämpfen können, aber ich fand's ganz gut so. So. Einmal hier rein. Oh. Dann hier, ne? Ich hab dein Steinchen. Glück und Gesundheit. Und Blumen begutachten. Ja. Die brauche ich für die Kräuterkunde. David, über den wir sprachen. Ja, gibt es etwa Neuigkeiten? Ja, Traurige. Ich habe Händler Fizek gefunden. Eigentlich eine gute Nachricht, doch warum sehe ich ihn nicht an deiner Seite? Weil es eine schlechte ist. Er ist tot. Heilige Maria. Er war ein guter und respektabler Mensch. Ich werde für ihn beten. Mach Wie das. Wie dem auch sei, lass mich einen Blick auf den Stein werfen. Natürlich. Hier ist er. Ausgezeichnet. Er sieht unversehrt aus. Ich mache mich an die Arbeit. Morgen Abend kannst du das fertige Diadem abholen. Es dauert jetzt auch noch. Heieiei. Dann schaue ich mal, was ich hier in diesem schönen Dorf machen kann. Ich kann mich einmal waschen. Und vielleicht verkaufen wir ein paar Sachen. Und ich würde gerne lernen, wie man Leute vergiftet. Nach Sasau gehe ich aber lieber nicht runter. Die sind da irgendwie böse auf mich. Ja, wir können uns hier oben mal ein bisschen umschauen. Echt? Du gehst, wenn du streamst, fliehst du eher und sonst gehst du eher auf Konfrontation? Ich spiele wie immer. Also ich würde jetzt so auch, ich wäre jetzt auch so weggelaufen. Suchst du Arbeit?
Vielleicht. Psst. Gelobt sei Jesus Christus. Willst du was von mir? Oh ja. Du siehst mir wie eine aus, der schon so einiges erlebt hat und nichts gegen Arbeit einzuwenden hat, die nicht ganz ehrlich ist. Ich? Unehrliche Arbeit? Du musst mich mit jemandem verwechseln. Oh, verstehe. Verzeihung. Guten Tag. Das ging schnell. Du hast bei Horrorspielen mehr Schiss, wenn du nicht alleine spielst. Ich kann kein einziges Horrorspiel alleine spielen irgendwie. Also, es war sehr, sehr schwer für mich damals Pineview Drive aufzunehmen. Ich habe richtig Angst gehabt immer. Und seit ich jetzt Horror im Stream spiele, ist es für mich echt besser geworden. Da kann ich eher sagen, okay, ich habe ja hier Unterstützung. Wenn es zu schlimm wird, gucke ich kurz in den Chat und dann kann ich weitermachen. Aber trotzdem bin ich noch ein großer Feigling und kann nicht die ganze Zeit Horror spielen. Aber wahrscheinlich geht es auch besser. Wir beschützen dich auch. Wahrscheinlich ist es aber auch einfacher, wenn man es mehr gewöhnt ist. Schön, ja? Dich zu sehen. Hallo! Nein! Fritz, ihr lebt! Was hast du gedacht? Ja, irgendeiner hat's gesagt, dass sie leben. Ah! Ihr glaubt nicht, wie froh ich bin, dass es euch beiden gut geht. Wie cool! Schon, aber wir kamen gerade so davon. Allerdings, es war schlimm. Fritz rannte wie ein Mädchen. Wirklich? Bockmist! Blöder Witzbold. Erzähl, wie es dir so ergangen ist. Ha. Mich haben sie auch ordentlich erwischt. Erst in Ratai habe ich aufgehört, Sterne zu sehen. Du hast auch schon bessere Tage gesehen, was? Zurzeit bin ich ein Ratzigs Knappe. Ah, du hast dich nach oben gearbeitet. Ja. Und wie geht es euch beiden? Beschissen. Warum? Du sagst es. Wir sind immer noch zerfahren und schulden dem Kloster ein Vermögen. Und Arbeit gibt's auch keine. Ich hab Arbeit für euch. Für Leute mit einem Grips von einem Besenstiel. Ich hab Arbeit. Oder so. Ja, die fleißigsten wart ihr nie. Aber erzählt mir nicht, dass niemand Zimmermänner braucht. Immerhin wird gerade das Kloster umgebaut. Dort will man uns nicht. Und sonst gibt's hier keine Arbeit. Aber ihr könnt Scheiße tragen in Dingsbums. Ich hab zufällig was zu Ohren. Das wäre jetzt gerade wirklich ein Segen. Ich höre mich um, aber versprechen kann ich nichts. Danke, Heinrich. Wir werden uns erkenntlich zeigen, versprochen. Ein Freund in der Not. Ah, wie schön. Wo könnte ich Arbeit für euch finden? Überall, wo mit Holz hantiert wird. Ah, okay. Haben wir als Zimmerer in der Mine gearbeitet. Also aber müssen den Gebäudebau schon... kannst du vergessen. Nach Skalitz wird keiner so schnell etwas bauen. Außer in Sasau, aber da wollen sie uns nicht. Die besten Chancen hätten wir bei einer Mühle. Essen müssen die Leute immer. Am liebsten wäre es uns, wenn die Arbeit gut bezahlt, aber nicht anstrengend ist. Ja, klar. Wer außer uns hat noch überlebt? Johanka ist im Kloster untergekommen. Das Mädel hat uns sehr geholfen. Mehr wissen wir nicht. Als wir geflohen sind, haben wir Theresa geholfen, aber wer weiß, wo sie jetzt steckt. Wir wurden getrennt. Ich half ihr aus Galle zu fliehen. Sie wohnt bei ihrem Onkel in der Mühle von Ratai. Freut mich, dass sie lebt. Da du sie so gut bisschen kennst, angeben. Kannst du sie ja fragen, ob sie weiß, wo es Arbeit gibt. Ja, das können wir natürlich machen. Mai, wie schön. Ah. Kann es sein, dass Sasau einfach nur ein feindseliges Dorf ist? Das kann auch sein, wenn sie die beiden auch nicht mögen. So, wir brauchen eine Unterkunft für die Nacht. Beste Grüße. Und Hilfe? Gibt es hier in der Gegend Probleme, bei denen ich helfen kann? Nun, kommt drauf an, was du so tun würdest. Hier kam vor kurzem ein Lump vorbei, aber wir haben uns um den gekümmert. Hat Reliquien verscherbeln wollen, die Wunder und was weiß ich alles bewirken sollen. Alles nur Tant. Die Leute haben den räudigen Schwindler so schnell davongejagt, dass ihm der Arsch in Flammen stand. Bis nach Ledetschko, glaube ich. Aber dort wird er auch nicht lange bleiben können. Und das ist noch nicht alles. Sicher braucht der Skalitzer Volk am meisten Hilfe. Ein paar von denen hocken im Kloster.
Hab mit Johanka geredet. Die schuftet sich die Finger wund und kümmert sich dort um die Verletzten. Ihr kämen barmherziger Samariter sicher mehr als recht. Mehr fällt mir nicht ein. Kann ich hier schlafen? Ja, hier ist noch was frei. Juhu! Für wie lange? Für eine Nacht reicht. Gut, aber gib mir ein paar Münzen vorab. Sind schlimme Zeiten. Hier, bitte. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Ach, wie schön. Und wo ist das Bett? Wo kann ich schlafen? Im oberen Stockwerk des Gasthauses. Die Treppe ist draußen. Die zweite Tür. Aber jetzt gehen wir eh noch nicht schlafen. Es ist ja noch nicht so spät. Das bin doch ich. Gott, sieht der mir ähnlich. Kann man sich eigentlich auch irgendwo mal die Haare schneiden gehen? Vielleicht noch zu den Fragezeichen gehen? Also hier hochschauen und wenn ich durch bin, dann gehen wir schlafen. Es ist ja erst 3 Uhr Nachmittag. Werde ich irgendwann mal schneller, wenn ich das trainiere, immer schön viel zu laufen und zu springen? Hui. Hui. Schauen wir mal. Ich bin ein bisschen überfressen, sehe ich gerade. Guten Tag. Wie kann ich helfen? Ich könnte ihm ein bisschen was verkaufen. Ich glaube, ich habe aber alles ins Pferd gesteckt. Muss ich erst raustun. Ja. Also, erstmal zum Pferd. Was will ich denn überhaupt verkaufen? So. Okay, nochmal. Du Ferkel, steckst alles ins Pferd. Ja. Ich sag ja, das hört sich ein bisschen komisch an. Also, die Stiefelchen sind eigentlich gar nicht so blöd. Das sind, glaube ich, die ich anziehen wollte. Und die Beinlinge wollte ich auch anziehen. Und den braunen Filzhut vielleicht auch. 7, 10, 6, 9. Ah, nee, den kann ich verkaufen. Okay. Vermögen des Händlers sind 400. Okay. Die sind besser als meine. Guck mal. Bisschen besser als meins. Geht noch was? Ja. Besser als meins. Besser als meins. Aber ich habe 2 davon. 1 kann ich verkaufen. Ja. Hätte er auch was Gutes für mich? Hufeisen. Kann ich aber gar nicht kaufen. Okay. Ja, 12, 15, 13. Vielleicht die Beckenhaube, ne? Die ist eigentlich gar nicht blöd. Verzierter Eisenhut. Oh, der ist noch besser. 13, 16, 14. 15, 18, 15. Ich nehme den. Hat das jetzt gepasst? Ich wollte eigentlich noch mal in den Warenkorb.
Ja. Mhm. Hm. Ich glaube, ich habe den Helm nicht gekauft. Ja, ich habe den Helm nicht gekauft. Okay, dann kaufe ich den eben noch. Nochmal reden, bitte. Du und dein Pferd. Nur Prime-Sachen kaufen? Meinst du, es kommt dann schneller? Nein, ich bekomme ja alles sofort. Das ist ja der Vorteil, dass ich mit ihm hier in echt rede. Der hier war es, glaube ich. Genau. Du zahlst. Warenkorb prüfen. Ich möchte feilschen. So. Und keine Versandkosten. Lass uns über den Preis sprechen. Hm, ist gut. Ja, weil ich es ja sofort mitnehme. So. Ich zahle 165. Was sagst du dazu? Komm schon, ein bisschen mehr und wir sind im Geschäft. Ja, okay. 170. 170. Ja, bei dem Betrag kommen wir zusammen. Ha! Der Heinrich macht es, siehst du doch. Gott sei mit dir. Ah, okay, der verkauft mir das Gleiche. Oder? Ich glaube schon. Ja, der verkauft mir das Gleiche. Gut.